Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Und zwar geht es heute um den Aim Gold Blue Sky. Ihr habt schon unten gelesen. Ja, hier könnt ihr mal noch den Schnitt sehen. War relativ viel drin, haben wir aber jetzt alles in den Kopf geklatscht. Ja, war oder ist sehr feucht das Ganze. Schnitt war, ich sag mal, durchwachsen. Jetzt fokussiere ich noch kurz den Benny. So. Ja, das Ganze rauchen war. Wie letztens auch schon, Kaya PNX 660, dem Hooker Brothers Zähneschlauch, Tonkopf, halb dreiviertel gefüllt, drei Bricos und den Blasschlauch. Ja, wir haben vorhin mal ein bisschen im Internet geguckt, nach was das Ganze riechen oder schmecken soll. Stand, glaube ich, drin nach Engelsflügeln oder so, ne? Also ja, irgendwie sehr undefinierbar das Ganze. Ja, schauen wir doch mal, was wir daraus definieren. Also es riecht ganz klar im ersten Moment nach so einem leicht abgeschwächten Alvahala Sodi. Da ist noch irgendwas sehr Süßliches dabei, ein Tick Frische. Aber Lasodi kommt dem Ganzen doch relativ nahe. Ja, also es riecht sehr zimtlastig. Aber auch Kaugummi riecht man stark raus. Also mir fällt dann neben dem Lasodi auch sofort der Alvahala Memories ein. Ja, und halt was Fruchtiges, aber was genau kann man nicht wirklich sagen. Also im ersten Moment auf jeden Fall sehr zimtmäßig. Aber lecker. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Rauch seht ihr schon die ganze Zeit. Qualmt wieder wie die Hölle. Also dadurch, dass angegeben wurde, dass der Tabak weniger als 5% hat, ja, da es ja in Deutschland die 5%-Regel gibt, und der jetzt nicht so feucht ist und eventuell nicht so rauchen kann, ja. Ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen, ne? Ja, zum Geschmack. Also wenn ihr einzieht, meiner Meinung nach auch genau eine leicht abgeschwächte Variante von dem Lasodi. Ihr habt auf jeden Fall so ein Kaugummi, so ein Big Red Tick, aber noch irgendwas Frisches ist dabei jetzt, aber keine Minze, das ist eher sowas, ja, irgendwas Frisches, keine Ahnung. Ja, also als wir angezogen haben, haben wir erst überlegt, was wir als letztes in dem Kopf hatten, aber Minze war da schon eine Weile nicht mehr dabei, das schmeckt halt, also das hat man nicht rausgerochen, aber es ist wirklich sehr frisch, so als wenn noch ein bisschen Minze mit drin ist, aber... Aber irgendwie sehr geil, ja. Also ich würde drauf tippen, ist einfach ein Lasodi, nicht so minzlastig oder nicht so Kaugummi minzlastig und noch irgendwas Leckeres Süßes. Schmeckt aber sehr gut, das Ding. Oh ja. Natürlich, jetzt kommt wieder der Preis mit ins Spiel. Ich glaube, Amy Gold kostet 24,80. 24,50. Oder so, irgendwas zwischen 24 und 25 Euro. Das ist irgendwie geil. Also, ich habe irgendeinen geilen Geschmack noch im Mund. Ja. Von diesem süßlichen. Ja, punktemäßig. Würde ich dem Ganzen 8 Punkte geben. Auch wenn er so teuer ist. Er hat irgendwas Geiles, hat er ja. Ich meine, man kann ihn vielleicht noch nachmischen. Lasodi vielleicht mal einen Tag stehen lassen, damit die krasse Kaugummi und Zimtnote ein bisschen verfliegt. Und dann packt man noch irgendwas Süßes rein. Aber ich kann euch nicht sagen, was. Schmeckt irgendwie so nach süßen Kugelkaugummis. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, womit man das vergleichen kann. Aber irgendwas Kaugummi-Süßes, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen. Thank you.
ja, wenn ihr euch den holen wollt, könnt das mal machen. Ja, ist auf jeden Fall kein schlechter Tabak. Ist natürlich ein bisschen, ein bisschen räudig der Preis. Davon könnt ihr euch fast zwei Albaha-Dosen holen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie man das nachmischen kann. Auf jeden Fall ist es irgendein leicht abgeschwächter Lasoli-Touch. Und noch, keine Ahnung, irgendwas Süßes noch mit drin. Irgendwas Fruchtiges. Ja, Hitze verträgt er auch. Ja. Kriegt die ganze Zeit völlig auf die Fresse. Und kratzt kein bisschen. Raucht wie die Hölle. Und ja, wirklich noch, wenn ihr nicht zieht, habt ihr im Mund noch diesen geilen Geschmack. Also ist echt lecker. Ja, dann würde ich sagen, quatschen wir nicht weiter. Dann wünschen wir euch noch ein schönes Osterfest. Rutscht gut rein, haut da rein. Bis zum nächsten Video. Euer Cheers, Schmidt und Benny. Ciao.